Hallo ihr Lieben, lange hat es gedauert, aber ich mache jetzt noch einmal den achten Teil. Ich hatte schon mal einen, doch den habe ich noch einmal löschen müssen. Diesmal bin ich alleine hier, weswegen ich so aufnehmen werde. Also, wir haben beim siebten Video gesagt, dass der hier das Reizen gewonnen hat. Ne? Er hat bis 24 gereizt. Und jetzt überlegt er sich, spielt er Kreuz, weil er 5 Kreuz hat, plus ein hohes Ass, was er gewinnen wird, plus hier 2 sehr hohe Karten, wo er sehr wahrscheinlich eine davon gewinnt, und noch 2 Trümpfe, also gutes Blatt. Oder spielt er Grand, wo er diese beiden Buben hat. Damit wird er gewinnen. Mit der 10 könnte er auch gewinnen, wenn er die Buben rausziehen kann. Und mit dem Ass und mit dem Ass auch. Grand gibt natürlich auch mehr Punkte, aber gibt auch, ja, wenn man es verkackt, Probleme. Grand wäre mit 1, spielt 2, 24, 48. Grand wäre also 48 Punkte und Kreuz wäre mit 1, spielt 2. Kreuz 12 Reizwert, also 24 Punkte. Das heißt, er würde, wenn er den Grand gewinnt, 48 Punkte kriegen. Wenn er das Kreuz gewinnt, würde er 24 Punkte kriegen. Jetzt ist es so, dass der hier rauskommen darf, denn es heißt ja geben, hören, sagen. Und wir lernen, der links neben dem Geber sitzt, also auf der höheren Position, der kommt raus. Das heißt, dieser hier weiß, ich habe zwar ein gutes Blatt, aber ich komme nicht damit raus. Ich kann also nicht den Anfang machen, sondern der wird rauskommen. Wir spielen es jetzt natürlich mal mit offenen Karten, was für euch leichter ist, aber was das Ganze natürlich etwas verfälscht bei der Sache, was man jetzt legt. Also, er entscheidet sich jetzt, weil er ein bisschen schisserig ist, dass er Kreuz spielt anstatt einem Grand. Ja? Er spielt Kreuz und der kommt jetzt raus. So, jetzt sagt er sich, Alter, Kreuz. Womit kommt er jetzt raus? Das ist die Frage. Also, man kommt schon mal nicht mit einer 10 raus. Das ist Quatsch. Das heißt, die beiden fallen weg. Du kommst auch nicht direkt mit dem Trumpf raus, weil wenn du einen Trumpf ziehst, muss dein Mitspieler auch einen Trumpf ziehen und bekennen. Und ihr habt dann automatisch 2 Trümpfe weg und ich habe nur einen weg. Und wahrscheinlich sogar den Stich gewonnen, weil ich ja ganz viele Trümpfe habe. Das heißt, mit Trumpf komme ich auch nicht raus. Man sagt aber eigentlich dem Freunde kurz, dem Feinde lang. Das heißt, wenn der Nächste dein Freund ist, was in dem Fall der Fall ist, spielst du etwas kurz, was du also wenig hast. Und wenn der Gegner dein Feind ist, der Nächste, dann spielst du etwas lang, wovon du lang hast. Hast du das Problem, kurz hat er das hier und mit einer einzelnen 10 kommt man nicht raus. Kurz hat er das hier, was auch nicht unbedingt so brachial Bombe ist. Und deshalb würde er wahrscheinlich sagen, ja, ich fühle jetzt mal hier mit Pik auf den Zahn einfach mal. Und ich würde jetzt mal, um nicht wirklich viel zu verlieren, damit anfangen. Er kommt hier mit raus. So, die Pik 8. Tschak. Jetzt sagt er, alles klar, ich muss Farbe bekennen, muss also auch Pik legen. Legt den hier. Und er kommt ran und sagt, Optimöse, da kann ich mir schön mein Ass klären. Und er hat sich die ersten 15 Punkte geklärt. Jetzt macht er hier weiter. Ist natürlich super für ihn, weil er jetzt schön in der Aufspielposition ist. Und jetzt sagt er, gut, ich nehme jetzt das hier als nächstes, weil davon ist noch nichts geflogen. Die müssen noch Herz haben. So doof kann es gar nicht stecken, dass keiner Herz hat. Also, die müssen noch irgendwo Herz haben. So, und los geht's. Obwohl, er sagt sich auch, ich habe aber auch 2 gedrückt. Es ist also ein Risiko, weil 2 sind weg. Das ist die dritte Karte, es sind noch 4 Herz drin. Er macht es trotzdem, weil die hohen Karten, die Asse kriegst du nur am Anfang los. Jetzt sagt er sich, Mist, ich muss bekennen und er muss leider die 10 legen, was auch bitter ist, weil damit gibt er ihm seine höchste Karte. Und er muss auch bekennen und gibt ihm dann die 7. Zack. Also hat er nochmal 21. Wir merken, 21 plus 15 sind 36, plus 3 gedrückt sind 39. Jetzt darf der weiter rauskommen und sagt sich, okay, Träumchen, wie komme ich denn jetzt am besten raus? Da er ja ungefähr wusste, dass der hier viel Pik hat, wird er seine 10 erst nochmal sparen und sagt sich, gut, komm,
Jetzt überlegt er sich, welche Trümpfe sind denn eigentlich noch drin? Er hat 7, 8, 9. Das heißt, es muss noch. Und Dame und Ass. Das heißt, es muss noch eine 10 und der König irgendwo rumliegen und zwei Buben. Also 10, König und zwei Buben müssen da noch sein. Sagt er sich, wenn ich den Bube lege, verliere ich ihn wahrscheinlich, weil noch irgendwo zwei Buben drin sind. Wenn ich den lege. 10 König und 2 Buben, das könnte wertvoll sein, weil du gewinnst entweder gegen einen Buben oder wenn einer die Buben nicht hat, kriegst du sogar eine 10 oder einen König von ihm. Deswegen würde ich jetzt erstmal damit hier rauskommen und versuchen, die restlichen hohen Trümpfe, die noch drin sind, irgendwie zu cashen. Also, unter den, er sagt sich jetzt, Mist, okay, was lege ich? Hier gebe ich ihm 4 Punkte, aber es ist nicht so ein hoher Stich. Buben behalte ich mir lieber nochmal. Egal, gebe ich ihm lieber, damit ich mit dem Buben nachher noch was gewinnen kann, würde ich ihm jetzt in dem Fall halt hier 4 geben. Und er muss leider seine geliebte 10 abgeben. Bams. Haben wir also nochmal 2 und 6 und 16. Nochmal 16 Punkte dazu. Zu den bisherigen. Ich meine, jetzt waren es gerade 39, sind schon 55. Das heißt, bei 61 hat man gewonnen, man ist also schon fast kurz davor. Jetzt denkt er sich, alles klar, jetzt ist schon King und 10 weg, fehlen nur noch zwei Buben. Zwei Buben, da werde ich nicht meinen Bube reinlegen, da wäre ich ja schön doof. Legt er sich also erstmal einen flachen Trumpf, um weiter die Trümpfe bei den anderen zu ziehen. So, der legt sich seinen hin, weil er sagt, okay, ich habe jetzt hier Trumpf, den ich ja bekennen muss. Er hat keinen Trumpf mehr, kann also auch nichts bekennen und sagt jetzt, der gehört sicher uns, weil der hier den Bube gelegt hat. Also baue ich was möglichst Hohes ein. Bam, und er legt sich das Ass rein. Damit haben die jetzt schon mal hier 13 Punkte. Der darf weitermachen, weil er den höchsten Stich hatte. Er hatte die höchste Karte, also er hatte Bube. Dann macht er jetzt weiter und sagt sich, okay, was machen wir denn jetzt? Das Karo Ass ist ja schon geflogen. Er hat noch die 10 und den King. Das Ass ist schon weg. Das ist jetzt das Höchste. Geht aber einfach davon aus, weil ich ja Kreuz spiele, dass ich nicht viel Karo habe. Also macht er erstmal weiter seine Pik. Und ist erst nochmal vorsichtig. So. 7. Der hat jetzt keine Pik mehr. Kann also nicht bekennen. Weiß jetzt aber auch nicht ganz, na, was lege ich? Lege ich irgendeinen Ramsch? Er hat ja eigentlich nicht mehr viel. Komm, egal. Leg ich irgendwas ab, was ich nicht mehr brauche. Und der sagt sich jetzt, okay, Pik ist gelegt worden. Pik muss ich legen. Vielen Dank. Kann ich meine 10 schön draufbauen. Und haben schon über 60 Punkte. Das heißt, er hat das Ding schon gewonnen, weil er über 60 Punkte hat. Und jetzt kann er eigentlich getrost weiterspielen ohne noch größere Probleme. Er sagt, ich lege jetzt nochmal einen flachen Trumpf, um den letzten Buben, der noch im Spiel ist, rauszuholen. Der legt hier seinen Buben hin, weil der hier weiß, es muss noch ein Bube gespielt werden. Dann sagt er jetzt, okay, der Stich gehört uns beiden. Ich lege das Höchste, was ich habe, rein. Sind König, also 4 Punkte, sind 6 Punkte. Und weiter geht's. Der darf wieder rauskommen. Und jetzt sagt er sich, komm, ich komme jetzt hier mit raus. Rums, Pik. Sagt er, okay, Pik kann ich nichts mit anfangen. Aber wenn ich das Herz wegwerfe, bin ich schon mal eine Farbe los. Und er meint, okay, was soll's. Ich will mir jetzt meine Punkte cashen. Hol mir den da. Und holt sich auch den Stich. Und da er jetzt dann nur noch er die letzten drei Trümpfe hat, kann er jetzt sagen, der Rest gehört mir, was ja auch so ist, denn er würde jetzt rauskommen und mit seinen Trümpfen alle drei Karten gewinnen. Bam, damit gehören ihm alle. Und jetzt zählen wir mal, was die hier haben an Punkten. Die haben 4, 6 und 11 sind 17 und 2 sind 19. Das war's, 19 Punkte, also Schneider gespielt. Und jetzt wird so gezählt, er spielt hier mit 1, spielt 2, Schneider 3, also Schneider gibt einen Reizwert mehr und Kreuz gibt den Reizwert 12. Das heißt 3 mal 12, er kriegt jetzt also nicht 24 Punkte, sondern 36 Punkte und hat das Spiel gewonnen.